Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Maike und ich war eine Menge shoppen, wie ihr vielleicht hier schon im Hintergrund hören könnt. Und ich zeige dir jetzt alles, was ich mir so bei meinem Haul gekauft habe. Menge Geld ausgegeben, ich habe sehr viel gekauft, obwohl ich eigentlich nur gucken gehen wollte. Und es hat sich auf jeden Fall eine Menge hier neben mir auf dem Sofa angestaut. Und das werde ich dir heute zeigen. Ich sehe bei anderen YouTubern immer, dass sie ihre Communities challengen, ein Video zu so und so viel Likes zu bringen. Und ich finde, in Deutschland macht das irgendwie keiner, wobei ich das eigentlich richtig cool finde. Deswegen übernehme ich das jetzt mal. Und zwar challenge ich euch heute, das Video zu 100 Likes zu bringen. Und wenn ihr das geschafft habt, bekommt ihr eine neue Challenge. Ich bin mir sowieso sicher, dass ihr das schaffen könnt. Also beweist es mir und allen anderen, die sich hier das Video angucken. Der erste Laden, in dem ich gewesen bin, ist Zara. Und zwar habe ich da auch eine Menge gefunden und das zeige ich euch jetzt. Und ich habe den Fehler gemacht, an einem Samstag in den Zara Sale zu gehen und ihr könnt euch vorstellen, wie chaotisch es da drin war. Also die Leute haben sich quasi um die Klamotten geprügelt, aber ich habe es trotzdem geschafft, noch was ergattern zu können. Dann fangen wir auch schon mit dem ersten Teil an, was ich bei Zara gekauft habe. Falls übrigens, dass sich die ganze Zeit rumspinnt. Ihr seht das, ich filme gerade mit Tageslicht und meine Fenster sind so groß, dass ich das nicht so richtig regulieren kann. Also ihr seht schon, jetzt bin ich wieder zäh, aber was ich mir bei Zara gekauft habe, hat auch irgendwie gefühlt jedes Mädchen. Zumindest in meinem Modestudentenkurs tragen alle diese Hosen. Ich war immer die Einzige, die nicht diese Hose gekauft hat. Aber ich finde die total schön und habe mich gefreut, als ich die bei Zara gesehen habe. Und zwar ist das einfach so eine lockere Hose. Ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben soll. Das ist keine Jogginghose, sondern es ist wie so eine auf schön gemachte Jogginghose, also aus diesem schwarzen, fließenden Stoff. Und ich finde, die sieht mit einer Bluse oder einem weißen T-Shirt einfach richtig cool und lässig aus. Und man hat irgendwie trotzdem so das Komfortlevel von einer Jogginghose. So, das nächste Teil, was ich bei Zara mitgenommen habe, ist ein Kleid. Und das war sogar im Sale. Und zwar ist das von 15,95 Euro auf 9,99 Euro runtergesetzt worden. Und es handelt sich hierbei um so ein schönes Glitzerstoffkleid und das hat vorne einfach einen schönen Ausschnitt und hat dann eben hier diesen T-Shirt-Kragen, der noch dran gelassen wurde. Also ich denke mal, ihr kennt das alle, das ist ja ein super großer Trend gewesen, dass man eben diese T-Shirts mit dem Ausschnitt hat, wo dann hier halt der Kragen noch dran geblieben ist. Und das war nie so richtig meins, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich fand das immer richtig hässlich. Aber bei dem Kleid fand ich es irgendwie richtig cool. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass man das sowohl ein bisschen hochdressen kann, also abdressen kann, damit das ein bisschen schicker aussieht, wenn man eben High Heels anzieht, oder dass man es eben wieder ein bisschen downdressen kann, wenn man flache Schuhe oder Sneaker anzieht. Auf jeden Fall ist das richtig schön, weil es so ein bisschen oversized ist und einfach chillig ist. Also es ist ein T-Shirt-Stoff, es glitzert, es sieht trotzdem cool aus und ich kann mir halt vorstellen, dass es irgendwie auf einer Sommerparty oder eben beim Feiern gehen richtig cool aussehen kann. So, das waren jetzt die Sachen, die ich mir bei Zara gekauft habe. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mit dem nächsten Laden weiter. So, der nächste Laden, in dem ich war, ist Levi's. Und das hätte ich selber von mir gar nicht gedacht, denn ich besitze nur ein einziges Teil von Levi's. Und das ist eine weiße Denim-Short, die ich zusammen mit Nina im Urban Outfitters gekauft habe. Und was ich gefunden habe, war ein Jeansrock. Und mir wurde einfach erzählt, dass ich das letzte Exemplar gekriegt habe. Und das war auch noch meine Größe. Also wenn dieser Rock nicht für mich bestimmt war, weiß ich auch nicht. Und die Verkäuferin hat mir sogar erzählt, dass der sowohl in den Geschäften als auch online überall ausverkauft ist und deswegen fühle ich mich jetzt so achieved in meinem Leben, dass ich quasi ein super trendiges Teil gekauft habe, ohne es zu wissen und es dann auch noch in meiner Größe da war. Einen Jeansrock und der sieht so aus, also von hinten sieht der so aus mit dem roten Levi's-Zeichen und von vorne sieht der so aus. Der ist, wie gesagt, unten abgeschnitten und fransig, also eben wie die ganzen Shorts von Levi's und ist hier so ein bisschen ripped und den finde ich super, super schön. Weiter geht es mit Gina Tricot und das ist eigentlich ein Laden, in dem ich eher seltener bin und dazu muss ich sagen, dass ich wirklich 5 Minuten vor Ladenschluss drin war und irgendetwas Sommerliches gesucht habe, weil ich eben hier hingezogen bin und alle meine Sommersachen noch bei meiner Familie hatte und es einfach 33 Grad waren. Und so habe ich auch die ganzen Sachen gekauft, ohne sie vorher anzuprobieren. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich da gefunden habe. War, ist das ein Romper und der hat einfach so ein bisschen so vom Stoff her so eine Satin-Optik und hat kurze Beine
und eben wie dieses Zara T-Shirt-Kleid auch diesen Ausschnitt vorne, den man dann hier oben mit diesem T-Shirt-Kragen quasi wieder zumacht. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ich den anziehen werde, wenn ich feiern gehe oder eben auf ein Event eingeladen bin, wenn es ein bisschen wärmer ist. Also ich mag das sehr gerne, dass der eben diesen Satinartigen Stoff hat und deswegen finde ich, dass der einfach super schick aussieht. Das Coole war, dass der auch noch im Sale war. Ich glaube, der hat irgendwas um die 14,95 gekostet und dafür werde ich ihn auf jeden Fall behalten. Dann war ich bei meinem allerliebsten Laden. Ich gebe euch jetzt 2 Sekunden Zeit zu überlegen, welcher der ist. Und ihr habt es wahrscheinlich erraten, es ist Urban Outfitters. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die total obsessed ist mit Urban Outfitters, aber Urban Outfitters hat einfach so schöne Sachen. Und zwar habe ich mir einen Crop Top gekauft und das ist so gefühlt das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir einen Crop Top gekauft habe. Und als ich das gekauft habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass es passt. Also ich bin so ein Mensch, ich kaufe das lieber, ziehe das zu Hause an und stelle fest, dass es nicht passt und bringe es dann wieder zurück. Deswegen hatte ich es auch nicht anprobiert, aber es passt. Und es hat mich sehr gefreut. Und zwar handelt es sich um dieses schwarze Crop Top hier. Das ist so ein bisschen so off the shoulder und geht ungefähr bis knapp über den Bauchnabel. Und gefällt mir wirklich so, so, so gut. Hat, glaube ich, 35 Euro gekostet und ich liebe das. Also ich möchte das wirklich eigentlich jeden Tag anziehen, aber ich habe mir geschworen, ich lasse es für den Haul hier liegen und deswegen habe ich mich auch dran gehalten, aber ich freue mich, das ziehe ich gleich auf jeden Fall an. Dann geht es weiter mit einem Crop Top derselben Art quasi und das hat nur noch 12 Euro gekostet, weil das eben im Sale war und das ist einfach in so einem süßen Rosa hier. Ich glaube, ich habe es jetzt auf der falschen Seite, aber ihr könnt euch ja trotzdem vorstellen, wie das Ganze aussieht. Das hat auch so richtig süße kleine Riffel hier und geht auch ungefähr bis zum Bauchnabel und war eben im Sale für 12 Euro und dafür habe ich es mir nochmal mitgenommen. Das letzte Teil, was ich mir bei Urban Outfitters gekauft habe, ist eigentlich so gar nicht meine Art. Also es ist erstmal ein Accessoire und bis auf meine richtige Brille trage ich eigentlich keine Brillen, weil ich den Sinn nicht so richtig darin sehe, wenn man eine Brille trägt, wenn man keine Sehstärke braucht oder eben so aus Dekozwecken. Und deswegen habe ich eigentlich diese Fake-Brillen oder diese optisch schönen Brillen immer so ein bisschen gemieden, weil ich den Sinn nie dahinter gesehen habe. Ich das aber trotzdem bei anderen Leuten irgendwie cool fand und deswegen war ich immer in so einem Dilemma. Und als ich dann bei Urban Outfitters war, war eben diese Brille hier für 10 Euro und ich dachte mir so, für 10 Euro kannst du eigentlich nichts falsch machen, probier sie doch einfach mal an, die passt dir eh nicht. Und je länger ich die anhatte, desto cooler fand ich die, deswegen ziehe ich die jetzt mal auf. Also zu diesem Blüschen hier macht es jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber ich kann euch hier mal ein Instagram-Bild einblenden und ich finde gerade zu diesem Crop-Top sieht das einfach so super so badass. So, der letzte Laden, in dem ich war, war Girls 17 und da habe ich 2 Paar Schuhe gekauft und das erste hatte ich leider schon an, weil ich auf einem Event eingeladen war und darauf angewiesen war, neue schöne Schuhe zu haben, die gerade fast runtergefallen sind. Deswegen sehen sie leider schon ein bisschen getragen aus, deswegen werde ich euch auch nicht die dreckige Seite zeigen, aber ich kann sie euch von vorne zeigen und zwar sind das diese Schuhe hier. Und ich glaube, diese Schuhe kann man nur hassen oder lieben. Ich habe sie zuerst gehasst und dann hatten sie alle an und ich fand sie plötzlich doch schön. Auf jeden Fall wisst ihr ja, dass Silber mein Metall ist und ich Gold gar nicht mag. Und alles, was Silber ist, finde ich sozusagen eh voll schön. Und deswegen mussten die in Silber mit. Auf jeden Fall haben die hier eben noch diese kleine Schnalle vorne. Die erste Blase habe ich auch schon davon bekommen. Aber es sind, glaube ich, ganz gute Schuhe. Die haben jetzt 79 Euro gekostet, also ein bisschen teurer. Aber die gefallen mir auf jeden Fall richtig gut, weil es eben flache Schuhe sind, die trotzdem ein bisschen hübsch aussehen. Und wenn man dann mal auf so einem Event oder so eingeladen ist und eben keine hohen Schuhe anziehen möchte mit 1,78 Meter und kaputten Füßen gefühlt, dann eignen die sich ganz gut und deswegen habe ich die mitgenommen. Die Schuhe waren übrigens von der Marke Cox, also COX. Und auch das zweite Paar, was ich mir bei Götz gekauft habe, ist von der gleichen Marke. Und zwar handelt es sich auch wieder um ein paar silberne Schuhe. Sorry, not sorry, aber ich liebe Silber. Und zwar sind das diese Sandalen hier. Ihr seht die wahrscheinlich jetzt gleich eh nochmal angezogen. Aber die sehen so aus, also das sind so kleine, ja nicht geriffelte Sandalen, aber die sind so ein bisschen in diesem runden Muster und haben eben silberne kleine Metallkreise da drauf und die fand ich halt super, super cool, weil die halt so ein bisschen so einen Eyecatcher haben durch diese kleinen Dinger da drauf
und eben super schön aussehen. So, das waren jetzt alle Sachen, die ich mir bei meinem Summer Haul gekauft habe und ich bin super zufrieden mit der Auswahl. Die könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was euer liebstes Teil war. Du kannst dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn du noch mehr Hauls sehen möchtest, denn ich drehe ja eigentlich nicht so viele Hauls, aber ich finde langsam Gefallen dran und wenn euch das auch gefällt, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du Abonnent des Kanals wirst, um nichts mehr zu verpassen. Ich lade jetzt wieder sehr regelmäßig hoch, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du dann immer dabei bist. Und falls du gar kein Video mehr von mir verpassen möchtest, kannst du gerne die kleine Glocke da unten anklicken, um die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du immer siehst, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten danke ich dir natürlich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!